anderen Zug vor. Eine Spaßfahrt, ich weiß aber noch nicht wohin. Und ja, mal schauen. Entweder geht es nach Fürth, aber wahrscheinlich ja nicht ganz. Vielleicht nochmal in die Innenstadt rein zum Aussichtsplatz. Fahrgäste, wir starten nun die Fahrt zu unserem heutigen Endpunkt und zum Endpunkt des DT1 nach 51 Dienstjahren. Der nächste Halt ist Scharfreitering. Dort findet im Anschluss eine kleine Abschiedsfeierlichkeit für diese treuen Züge statt, die in einer Stückzahl von insgesamt 64 Fahrzeugen in den Jahren 1970 bis 1980 gebaut worden sind und die VAG Nürnberg und die Nürnberger U-Bahn über 50 Jahre begleitet haben.